Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktkommentar. Es ist Donnerstag, der 23. April und ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Gestern Reaktionstag an der US-Börse auf die Kursverluste vom Vortag. Weiteres wichtiges Thema bleibt immer noch der Ölpreis und der wird uns auch noch etwas begleiten. Wie gesagt, wir sind selber in unseren Live-Trading-Räumen, dass wir uns auf bestimmte Märkte spezialisiert haben und das ist auch gut so, denn wenn man sich mit Märkten nicht richtig auskennt, das haben jetzt wieder viele Trader erlebt, dann kann man in einem Desaster quasi untergehen. Als die Ölpreise negativ geworden sind, haben viele, viele Anleger ihr komplettes Konto und mehr verloren. Interactive Broker musste gestern in einer Ad-Hoc-Mitteilung bekannt geben, dass sie Kundenverluste in Höhe von ungefähr 88 Millionen US-Dollar selber ausgleichen mussten. Das heißt, es ist immer so, dass Kunden Margin hinterlegen müssen. Diese Margin stellt sicher, dass sie ihre Forderungen bezahlen können. Das ist normalerweise auch, oder ihre Verbindlichkeiten bezahlen können. Das ist normalerweise auch der Fall. Aber hier in diesem Fall, wo der Ölmarkt so verrückt gespielt hat, hat die Margin nicht ausgereicht. Das bedeutet letztendlich dann irgendwann auch, dass das Geld auf dem Konto nicht ausgereicht hat. Und wenn ein sogenanntes Unsecured Debit entsteht, das heißt also ein Negativkontensaldo, dann ist das im Gegensatz zum CFD, wo das in Deutschland der Gesetzgeber verboten hat, eben für den Kunden im Prinzip nachschlusspflichtig. Aber wenn der Kunde das nicht erstmal liefern kann, ist der Broker dran. Und das hat jetzt Interactive erstmal 88 Millionen gekostet. Und daran sieht man schon, man muss den Markt wirklich sehr, sehr gut kennen, wenn man ihn handeln will. Und wir werden auch jetzt nicht uns einfach, weil wir glauben, dass vielleicht Öl billig sei oder so, in den Ölmarkt jetzt mit Futuren oder anderen Produkten wagen, insbesondere weil diese Produkte extrem kompliziert teilweise sind. Wichtiger Hinweis eben, auch wenn Öl optisch billig aussieht, weil man es immer mit der Historie vergleicht, ist Öl im Moment eigentlich nicht gerade billig, weil wir eben eine wirkliche Imbalance zwischen Angebot und Nachfrage haben. Das heißt, ich habe es gestern erklärt, die ganzen Produzenten, die jetzt hier unter Druck kommen, die sind quasi gezwungen, Öl zu verkaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man aus so einer Geschichte raus? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft sich nicht hier Stantepede erholt, und das wird immer deutlicher, und wir haben es so häufig in unseren Kommentaren schon gesagt, 2020, das ist nicht irgendwie ein Lockdown, der 20 Tage anhält und dann ist alles wieder normal. Der Flugverkehr wird auf Monate, wenn nicht Jahre, brach liegen und es wird noch viele, viele Insolvenzen geben. Und die Hilfspakete, die jetzt hier gekommen sind, und die Bundesregierung hat ja gerade erst wieder jetzt ein Hilfspaket von 10 Milliarden verabschiedet, heute, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und baut natürlich dann auch Verbindlichkeiten für die Zukunft auf. Jetzt kommen wir aber nochmal gerade, wie gesagt, zurück zu diesem Öl-Desaster. Und wir haben eben eine Weltwirtschaft, die brach liegt. Wir haben ein Überangebot und wir haben eben Produzenten, die gezwungen sind, einfach um Cashflow zu generieren, weiterhin Öl zu verkaufen. Und deswegen wird der Druck auf dem Ölmarkt weiter groß sein. Technische Reaktionen werden wir natürlich sehen, aber der wird fundamental weiter auch groß sein. Jetzt ist natürlich hier die Frage, was passiert. Wir haben das gesehen, die OPEC hat hier Einigungen probiert. Das hat letztes Mal nicht so gut geklappt, diese 10%ige Förderungskürzung. Und man wird natürlich versuchen, neue Einigungen zu kriegen. Aber Fakt ist, einer der wirklichen Länder, die extrem unter dieser Sache leiden, ist die USA, weil deren Wirtschaft eben auf Öl aufgebaut ist. Und interessanterweise, wenn wir jetzt mal gucken und uns den Newsflow, den Nachrichtenflow anschauen, dann finden wir schon Kommentare von Trump, der hier dem Iran sagt, er wird ihre Schiffe ins Wasser bomben oder aus dem Wasser bomben, so hat er es gesagt, sollten sie den amerikanischen Schiffen zu nahe kommen. Wir sehen auch hier plötzlich, und das ist
dramatisch, weil wir haben die Corona-Krise, wir haben die Ölkrise und jetzt kann sich hieraus sogar noch eine Nahostenkrise entwickeln. Aus Sicht der USA natürlich logisch, um den Ölpreis zu stabilisieren. Denn wenn man hier versucht, den Nahen Osten ein bisschen anzuzünden, in Anführungsstrichen, hatte das in der Vergangenheit natürlich immer positive, auch wieder in Anführungsstrichen, Wirkung auf den Ölpreis. Also es kommen hier mehrere Faktoren zusammen, die alle nicht wirklich beruhigend sind. Und ja, von daher, die Lage an den Märkten wird volatil bleiben. Wenn wir uns jetzt hier für den heutigen Tag uns positionieren und uns das anschauen wollen, dann haben wir natürlich am Donnerstag einmal die US-Arbeitsmarktdaten. Ich habe immer schon gesagt, der Markt preist hier häufig ein, schon dass die Daten schlecht sind. Deswegen müssen wir uns da nicht so verrückt machen. Was mich interessiert, Donnerstags ist immer einmal, wie sieht es aus mit der Marktstimmung? Und das ist so ein Fall, ich gucke mir das AEI-Sentiment an. Das bedeutet, beim AEI-Sentiment werden im Prinzip, das ist die American Association of Individual Investors, da werden also Privatanleger befragt, ja, wie sie den Markt in den nächsten 6 Monaten, da sehen wir das hier, erwarten. Und da sehen wir eben hier ein extrem hohes bärisches Peak und die Bullen und die Neutralen sind sozusagen, stehen dem gegenüber. Jetzt ist immer die Frage, wohin wechseln die Neutralen? Gehen die in das bullische Lager, gehen die in das bärische Lager und halten die Bären dieses Lager? Und wenn man das Sentiment sich anschaut, dann ist es natürlich häufig so, dass die Leute, die bärisch sind, natürlich auch so gehandelt haben. Das heißt, die haben ihre Aktien verkauft oder die sind short. Und wenn wir hier den Historical Average sehen, 30,5, dann sehen wir eben, dass wir da weit drüber sind. Und ganz häufig ist das dann so ein Zeichen, wenn wir so ein hohes bärisches Sentiment haben, findet man das an den Tiefs. Jetzt sind wir aber nicht an den Tiefs, sondern sind wir von den Tiefs schon wieder weg. Also wenn wir ein hohes bärisches Sentiment haben, ist das häufig ein Zeichen eher für eine Trendumkehr. Jetzt haben wir aber den Punkt, und deswegen können wir, dass wir dieses hohe bärische Sentiment an Extrempunkten brauchen. Das heißt also an Punkten, die wirklich ein Tief sind. Da sind wir aber weit von entfernt. Und das ist eher, also hier meines Erachtens etwas anders zu interpretieren als in der Vergangenheit, nämlich das wird ja letztendlich oder zeigt einfach hier die Teilnehmer, die hier sind, die haben Verluste, auf denen sie sitzen und die werden froh sein, wenn sie hier mal einigermaßen aus dem Markt rauskommen. So zumindest meine Interpretation. Warum diese Interpretation? Weil ich schaue mir auch zusätzlich als Sentiment den Fear and Greed an und AEI ist ein Sentiment-Indikator, der Privatanleger im Prinzip misst, also individuell in und hier der Fear and Greed ist auch ein Andersstimmungsfaktor, der anders funktioniert, der anders aufgebaut ist. Der wird hier Put-Call-Ratio, also das Verhältnis, wie viel Puts werden gekauft, wie viel Calls werden gekauft. Das ist, das misst hauptsächlich, wie professionelle Anleger handeln. Das war sogar im Greed-Bereich. Letzte Woche ist jetzt hier auf neutral oder am 17. war es im Greed. Jetzt sind wir hier im neutralen Bereich. So, und wenn wir uns hier dann angucken, Safe Haven Demand, da sehen wir sogar hier noch Extreme Greed. Das heißt, Stocks have outperformed Bonds und dann haben wir natürlich hier Stocks outperforming Bonds hier im oberen Bereich, Bonds outperforming Stocks im unteren Bereich. Wir sehen also hier sind wir, dass die Anleger wieder in den Aktienmarkt im Prinzip reingehen. Ja, und dann haben wir natürlich ein paar Sachen, die vier sind, aber die sind teilweise technisch. Also Marktmomentum, 52 Wochen hoch, Volatilität und so weiter, diese Faktoren. Wenn wir das Ganze aber mal zusammenzählen, dann sehen wir, dass wir hier aus diesem absoluten Tief, wo Extreme 4 war, was mit den Tiefs einherging, im neutralen Bereich sind. Und das heißt, ich würde im Moment den Markt von der Sentiment-Seite im neutralen Bereich ansiedeln.
Und das heißt, wenn wir uns Sentimentanalyse machen, dann ist der Bereich hier neutral. Und jetzt kommen wir zum S&P, zu dem Chart. Ich mache ihn erstmal hier ohne, also mit Nachtsitzung. Da sehen wir eben, wir haben, um einfach nochmal die Geschichte Revue passieren zu lassen, wir hatten nach dem Top hier, haben wir natürlich hier ab dem 16. März diese massive Rückgang. Wir hatten hier natürlich Extrempunkte und auch den Fear and Greed. Einfach nochmal hier zurück, seht ihr hier unten, im Extrem. So, jetzt ist das aber, ist der Markt jetzt sozusagen ab da, und das Ganze stufen wir als eine sogenannte technische Reaktion ein in einem A, B, C. Das ist eine klassische technische Reaktion, so wie wir das einstufen und wie es auch vom Sentiment ist. Das heißt also auch von den Stimmungen her ist. Und jetzt sind wir hier in einer Situation, wo die 2700 als Linie, als Startlinie für die Bären sozusagen ist und hier die 2900 als Startlinie für die Bullen. Warum das obere Startlinie für die Bullen? Weil wir dann tatsächlich sequenztechnisch nicht mehr von einer ABC sprechen, sondern dann sprechen wir hier tatsächlich wieder von einer Aufwärtssequenz auch auf einer höheren Ebene. Und dazwischen dieser Bereich, der ist jetzt ähnlich wie das Sentiment noch im neutralen Bereich. Das macht es aus Trading-Gesichtspunkten etwas schwierig, ja? Weil Bewegung runter wie hoch, den kann man nicht so die Bedeutung beimessen wie in einem Trendbereich. Ja? Das heißt, wir müssen hier vom Trading her eben berücksichtigen, dass wir im Moment noch nicht auf dem Short-Level vollkommen sind, aber auch nicht auf dem Bullmarkt-Level sind, weil wir hier eben in diesem neutralen Bereich sind. Und das ist immer auch wichtig zu akzeptieren, wenn man tradet, dass es nicht nur einen negativen Bereich gibt und einen positiven, sondern auch einen neutralen Bereich, zumindest im kurzfristigen Trading. Wenn wir etwas längerfristige Positionen uns angucken, dann sind wir definitiv immer noch, weil das Ganze nur eine ABC bisher ist, in einem bärischen Szenario, aber im kurzfristigen sind wir hier neutral und das heißt, wir warten im Prinzip so ein bisschen darauf, dass der Markt ein neues Muster formt und uns dann so ein bisschen Hilfestellung gibt, was als nächstes zu tun ist. Weil was wir hier nicht machen wollen, sind Meinungen traden, sondern wirklich den Markt zu traden, und da muss man eben drei Zustände sehen, Trend, bullisch, Trend, bärisch und auch neutral. Und in dem Faktor befinden wir uns jetzt hier. Bei den neutralen Märkten mache ich es dann gerne, dass ich mir Widerstände raussuche. Zum Beispiel ist eine Widerstandszone, wenn wir hier das hier uns anschauen, von da bis da, dass ich an Widerständen eher verkaufe und an Unterstützung, das ist hier dann der Bereich, eher kaufe. Das sind so die Ideen, das heißt, dass man dann Trading Markt hat. Aber generell, wenn wir die Aggressivität auf einer Skala von 0 bis 100 haben, also hier ist 0 und da ist 100, dann sind wir hier im unteren Bereich, in so einem neutralen Bereich. Also hier so, das heißt Positionsgrößen, alles das, was wir traden und so, das ist im niedrigen Bereich, was wir machen. So, also das einfach vorausgeschickt für den heutigen Tag. Dann, wenn wir uns den DAX angucken, dann haben wir ein ähnliches Bild. Wir haben diese 10.200 als Unterstützung. Wir haben hier oben die 10.800 als Widerstand. Im Moment im neutralen Bereich, aber ihr seht auch hier, kommen wir schon in den Widerstandsbereich hinein. Und von der Taktik her sind wir eben auch hier so ein bisschen Widerstand eher verkaufen, Unterstützung eher kaufen. Sind wir aber durch die Unterstützung, dann ist uns das Signal, dass wir wieder hier volle Kanne short sind. Also wir warten mal hier noch, was ein bisschen passiert, aber im Moment, ich bevorzuge immer noch hier oben am Widerstand zu verkaufen. Gucken wir uns den FGBL an, da haben wir gestern ein Kursziel festgelegt, das heute Morgen erreicht wurde. Wir haben gesagt, hier die Bewegung, die sieht nach abwärts aus, und wenn ihr euch den Marktkommentar nochmal anguckt, haben wir dies hier als Kursziel festgelegt, da ist der Markt jetzt drauf, und damit hat er im Prinzip auch erstmal hier, wir haben von einer Sequenzunterbrechung gesprochen, aber das ist jetzt hier erstmal auch der Bereich,
wo er die auch neutral ist, ne? Weil Sequenz ist unterbrochen, aber wo er auch Unterstützung findet. Und wenn wir jetzt wieder gleiches Denkmuster anwenden wie in den anderen Märkten, heißt es Unterstützung eher kaufen. Das heißt, wir haben heute Morgen unsere Short-Position glattgestellt und Widerstände eher verkaufen. So, okay. Gut. So, okay. Dann schauen wir mal weiter. Okay, ich habe gerade gesehen, hier in der Live-Übertragung gab es wohl Probleme mit dem Ton. Ich habe jetzt auf die Webkamera vom Ton umgestellt. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Ton, der schlägt bei dem anderen Mikro aber aus. Keine Ahnung, warum GoToWebinar das nicht übertragen hat. Ihr habt aber den Anfang gleich nochmal in der Video. Also den Video schicke ich gleich nochmal rum. Da kommen wir dann eben auch nochmal zum Ton. Tut mir leid, aber es ist manchmal verrückt mit der Software. So, dann gehen wir nochmal in den Euro hinein. Also gucken wir uns den Euro an. Und wir haben beim Euro wichtig im Trading immer, gerade wenn man im kurzfristigen Bild ein bisschen verwirrt ist, sich das größere Bild anzuschauen. Und das größere Bild im Euro, wir beginnen mal vielleicht mit wirklich dem Daily-Bild, spricht eine ganz klare Sprache. Und die heißt, wir haben hier das, was wir einen sauberen und soliden Abwärtstrend nennen, der zwar choppy ist, also mit Überschneidungen und auch mal eine Unterbrechung, aber der vollkommen technisch gesehen, also von der technischen Seite, intakt ist. Und das heißt, im Zweifel bedeutet das immer im Euro Short, weil der größere Trend Short ist. Wenn wir jetzt auf den 60-Minuten-Chart gehen, das ist dann die nächstkleinere Einheit, dann haben wir hier im Moment, wenn wir uns die letzte Bewegung angucken, dieses Tief, dieses Hoch, dieses Tief, und wir können das Tief hier mitnehmen, aber ich nehme dann lieber das hier und das hier, dann sehen wir, die Tiefs, die sind fallend, die Hochs, die sind fallend. Das heißt, wir sind auch hier auf 60 Minuten Short, aber es fehlt, wir nennen das Signifikanzkriterium, dass wir wirklich deutlich neue Tiefs machen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Wir können jetzt aber schon vermuten, wenn wir uns das hier anschauen, das war die letzte Unterstützung, wenn die fällt, dann kommt auch wieder die Signifikanz hinein und Trading lebt immer so ein bisschen vom Antizipieren. Das heißt, der Markt ist short, wir werden ihn heute short traden und das heißt, ich werde versuchen hier irgendwo Breakout Open als Einstieg, nicht für die Breakout Open Range, sondern für eine Short-Position zu nehmen, weil ich gehe davon aus, wenn es dem Markt gelingt, hier runter zu gehen, hat er Chance auch zu akzelerieren Richtung 1,0750. Also das erwarten wir zumindest. Aber das ist so ein bisschen die Idee, die wir hier versuchen, heute im Euro zu traden. So, dann fasse ich mal gerade zusammen, insbesondere weil auch der Ton eben nicht ging. An den Aktienmärkten haben wir im Moment, wenn wir S&P uns anschauen und auch den DAX uns anschauen, eine neutrale Situation. Das heißt, der Markt hat die Unterstützung getestet, der ist unter den Widerständen und ist zwar im größeren Bild auch bärisch, aber hat hier noch nicht den Startschuss gegeben. Wir werden hier Widerstände verkaufen, Unterstützung kaufen als Idee. Genauso die gleiche Idee, die wir hier auch für den DAX haben. Widerstände verkaufen, Unterstützung kaufen. Das ist die Trading-Idee für die Indizes für heute. Generell werden wir aber relativ wenig Aggressivität haben, also kleine Positionen heißt das. Wir werden unsere Aggressivität allerdings steigern, wenn das Bild an den Aktienmärkten deutlicher wird. Und gerade im DAX wird das bedeuten, wenn wir unter die 10.200 gehen, im S&P unter die 2.700. Das heißt, da werden wir auch dann wieder aggressiver traden und größer. Was wir nicht wollen ist, und das ist in so einem Markt ein bisschen tödlich, dass wir Ausbruchstrading machen. Das heißt, wenn ich jetzt diese wichtigen Marken hier genannt habe, 10.200 im DAX und 2.700 im S&P, dann warten wir jetzt nicht, dass der Markt da unten ausbricht. Weil wir kriegen an solchen Ausbruchsleveln einfach schlechte Risk-Reward-Ratios. Ja? Wenn ich jetzt, stellen wir uns einfach mal vor, der Markt fällt jetzt hier hin und ich trete hier unten in Ausbruch, ja, dann wäre der nächste vernünftige Stopp, ja, wenn wir uns das hier angucken, hoch, tief, hier oben. Ja, dann haben wir einen 300-Punkte-Stopp. Deswegen
gehen wir anders vor und sagen, Trading lebt vom Antizipieren, vom Vorwegnehmen. Das geht natürlich nicht immer gut. Haben wir gestern gesehen, als wir hier antizipiert haben und der Markt dann hochgegangen ist. Ja, dann werden wir auch mal ausgestoppt. Das gehört mit dazu im Trading. Aber es ist zehnmal besser, hier reinzugehen und dann mal mit einem kleinen Stopp rauszufliegen, als irgendwo in einer vermeintlich sicheren Situation reinzugehen und dann 300, 400 Punkte sich einzufangen. Von daher werden wir auch heute wieder versuchen, hier oben zu antizipieren und hier short gehen, weil der übergeordnete Trend weiter short ist. Gleiches Gesagte gilt für den S&P. Ja, ansonsten, wie gesagt, verweise ich noch mal ein bisschen auf die Zahlen, die heute kommen, Arbeitsmarktdaten, wird jetzt, wie gesagt, jeder erwartet die schlecht, da müssen wir uns keinen Stress machen und ja, dann schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich wünsche euch einen guten Trading-Tag. Bis morgen. Bye, bye, euer Birger.